Könnt ihr den Rest der Energie spüren? Dädrisch, wenn ich mich nicht irre. Diese ausgelaugten Hexendorner haben eine ganze Menge Energie aufgewandt, um den Gramsturm zu beschwören. Jetzt sind es nur noch normale Stöcke. Doch sogar in diesem Zustand verraten sie uns einiges über das Ritual, das durch sie floss. Ich bin mir jetzt sicher, dass die Dorne eine tragende Rolle als Fokuspunkte für das Sturmritual spielen. Ein vorbereiteter Dorn wird im Verlauf des Rituals ausgelaugt. Doch ich spürte da eine Restenergie, einschließlich einer dädrischen Befleckung. Und wir fanden interessante Rückstände. Es sind die Reste einer alchemistischen Mixtur, die auf die Dorne gestrichen wurden. Riecht nach verfaulten Pilzen, nicht wahr? Mit ein paar Untersuchungen sollte ich in der Lage sein, die Zusammensetzung zu identifizieren. Dann kann ich die Grundlagen des Rituals verstehen. Erst will ich noch eine andere Sache überprüfen. Mir sind Pilger aufgefallen, die unmittelbar vor dem Losbrechen des Sturms einen Karren vom Tempel wegführten. Vielleicht haben Mitglieder des Zirkels versucht, inmitten der Unschuldigen zu entwischen. Der Karren sollte irgendwo entlang der Straße südlich des Tempels stehen. Akolytin Alvina, bitte, wacht auf! Keine erkennbaren Schäden, trotz der Nähe zum Auge des Sturms. Akolytin Alvina kann mich nicht hören. Sie steht direkt vor mir, aber sie ist fort. Ist es das, was uns allen zugestoßen wäre, wenn ich die anderen nicht in die Höhle gebracht hätte? Ich habe versucht, Alvina zu heilen, doch Meridias Licht hatte keine Wirkung. Aber was habt ihr über Priesterin Direna und die Stallungen gesagt? Geht es wie der Armen, Alvina. Wir müssen Hohepriesterin Vakur finden. Wenn jemand mächtig genug ist, um dieses unnatürliche Leiden zu heilen, dann wird sie das sein. So Meridia will, werden wir die Hohe Priesterin finden und alle im Tempel werden sicher sein. Wir müssen Hohepriesterin Vakur finden. Gehen wir zum Tempel. Seltsam. Sie leben noch, reagieren aber nicht. Seht euch die Kisten an. Sie könnten die Schmuggelware enthalten.
Ihr scheint wirklich eine Menge über viele Dinge zu wissen, Vampirin. Habt ihr etwas Interessantes in der Kiste gefunden? Ich kann nicht glauben, dass jemand sich wissentlich dem Sturm aussetzen würde. Vielleicht wurden die Pilger mit einer List dazu gebracht, die Kiste zu befördern. Oder vielleicht wurde sie heimlich auf den Karren geladen. Ja, natürlich. Doch ich fürchte mich vor dem, was wir dort womöglich vorfinden werden. Der Tempel lag eindeutig im Zentrum des Sturms. Trotzdem gibt es eine Menge, was wir nicht über die Wirkung des Rituals wissen. Es könnte uns neue Einblicke eröffnen, den Zielbereich näher in Augenschein zu nehmen. Bei Meridias Licht. So viele Tote. Wie konnte Meridia zulassen, dass so etwas ihren Gläubigen zustößt? Das sind Tempelpriester und Pilger. Der Sturm scheint sie umgebracht zu haben. Das waren gute Leute. Treue Gläubige. Wie konnte Meridia das zulassen? Ich muss weitere Tests vornehmen, doch von dem, was ich gesehen habe, glaube ich, dass der Sturm sich auf drei Arten auf Sterbliche auswirkt. Er tötet sie, verwandelt sie in Gramunholde oder lässt sie geistlos zurück. Ich schätze, er hat diese armen Pilger vergrämt. Geht in den Tempel und helft Bavian. Vielleicht findet ihr drinnen noch mehr heraus. Ich würde euch begleiten, doch Meridia mag meine Art nicht und ich will mich lieber nicht mit ihr anlegen. In der Zwischenzeit schließe ich meine Untersuchungen hier draußen ab. Ich werde Proben von den Gramunholden nehmen und versuchen festzustellen, wie der Sturm diese Leute umgebracht hat. Später können wir meine alchemistische Ausrüstung von dort bergen, wo ich sie versteckt habe. Dann kann ich die Rückstände analysieren. Ich wollte meine zerbrechlichen Instrumente nicht in Gefahr bringen.
Monster an diesem heiligen Ort? Wir müssen die Tempelpriester finden. Der arme Larilvor. Nehmt sein Medaillon von Beridia, damit wir seines Opfers gedenken können. Priesterin Bavian, unsere Glaubensbrüder haben sich gegen uns gewandt. Sie sind Monster! Beruhigt euch, Akolyt, und sagt mir, ich bin sicher hier drin. Doch der Rest des Tempels, der ist von Monstern überrannt. Schlimmer noch, es sind unsere eigenen Priester und Pilger. Ich habe eine der Pilgerinnen gesehen, die den armen Larilvor angegriffen hat. Sie hat ihm das Fleisch mit den Zähnen rausgerissen. Der Sturm? Daran hatte ich gar nicht gedacht. Allerdings geschahen schreckliche Dinge, nachdem er losbrach. Es mag Ketzerei sein, das zu sagen, doch Meridia hat uns verlassen. Es kümmert sie nicht, was an diesem Ort geschieht. Ich werde hier bleiben, bis die Gefahr vorüber ist. Wer ist da? Seid ihr es, Hohepriesterin? Unsere eigenen Verwandten. Wie wilde Tiere. Wir müssen die anderen finden. Molozu ließ mir keine Wahl, Bavian. Ich schwöre es. Gerade heute Morgen sprachen wir über die Mysterien von Farbenspiel. Jetzt ist er tot. Er hat mich angegriffen, wollte mich verschlingen. Ich hatte keine andere Wahl, als ihn zu töten. Ich musste einen geschätzten Schüler töten. Anzeichen? Wollt ihr wissen, ob er sein Vorhaben angekündigt hat, bevor er sich in eine rasende Bestie verwandelte? Nein. Nichts. Eben ging es ihm gut, dann war er ein Monster. Die Hohepriesterin nahm die Überlebenden mit und flüchtete in die Katakomben. Ihr müsst ihnen helfen. Priester Armin, halt!
Kommt, er flüchtete in die Sakristei. Bitte, ihr wollt das nicht tun. Sie sind verrückt, völlig durchgedreht. Selbst in diesem Tempel kann Meridias Licht die Leidenden nicht von diesem wilden Fluch befreien. Wir müssen die Katakomben erreichen und Hohepriesterin Vakur finden. Der Eingang zu den Katakomben liegt tiefer im Tempel. Wir müssen nur den Schlüssel aus dem Sanktum des Kammerherrn holen. Ich glaube, ich weiß, warum die Hohepriesterin in die Katakomben gegangen ist. Es ist nicht nur ein gut zu verteidigender Ort. Dort wird auch unser Relikt verwahrt. Meridias Strahlen. Es hat die Macht, ihr Licht zu bündeln und den Tempel von dieser Verderbnis zu befreien. Wenigstens hoffe ich, dass es das kann. Hohepriesterin Vakur würde sich nicht nur in den Katakomben verstecken. Sie muss einen Plan haben, um uns zu retten. Thank you.
gefunden. Habt ihr den Schlüssel gefunden, der die Katakomben öffnet? Habt ihr den Schlüssel aus dem Sanktum des Kammerherrn beschafft? Wir brauchen ihn, um die Tür zu den Katakomben zu öffnen. Perfekt. Es gibt zwei Schlüssel, von denen ich weiß, und den anderen hat die Hohepriesterin. Nun öffnet die Tür und lasst uns Hohepriesterin Vakur finden. Oh nein! Selbst die Katakomben sind verdorben! Die Hohe Priesterin beim Licht! Schnell, berg das Relikt! Berg das Relikt und wir können durch den alten Luftschacht entkommen. Hier lang, meine Freundin. Treffen wir uns in der Höhle. Wie zerbrechlich doch mein Glaube ist, wenn ich mich mehr auf Fremde als auf meinen Gott verlassen kann. Was für schreckliche Dinge wir heute miterlebt haben. Ein unnatürlicher Sturm, Vampire, unschuldige Leute, die zu Monstern werden.
Ich fürchte, diese Verderbnis kann nicht einfach weggebetet werden. Es scheint, dass Meridia uns unserem Schicksal überlassen hat. Warum? Das kann ich nicht sagen. Hab Dank. Sie gehörten Roligmolf und Akolyt Larilvor. Ich wünschte nur, wir hätten sie retten können. Doch wenigstens können wir ihrer gedenken. Ich bezweifle, dass wir ihre sterblichen Überreste bergen können, bevor der Tempel versiegelt wird. Mit Meridias Strahlen. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Glaube nach all dem stark genug ist, um es einzusetzen. Doch ich denke, ich muss es versuchen. So viel schulde ich dem Andenken an Hohepriesterin Vakur. Habt ihr das Relikt? Ich werde zusammen mit unseren verbliebenen Priestern versuchen, das Relikt einzusetzen, um die Verderbnis zu läutern und den Tempel zu versiegeln. Falls das nicht klappt, nun, hoffen wir, dass das klappt. Vielen Dank, meine Freundin. Ihr standet uns bei, wo Meridia sich abwandte. Wir werden das nicht vergessen. Die Verletzten müssen immer noch behandelt und die Verderbnis des Tempels bekämpft werden. Ungeachtet dessen, was ich nun Meridia gegenüber empfinde, so habe ich dennoch Verantwortung. Von der werde ich mich nicht abwenden. Nicht so, wie Meridia sich von uns abgewendet hat. Ich habe heute vieles verloren. Das haben wir alle. Doch das heißt nicht, dass ich mich nicht weiter bemühen werde, den Gläubigen zu helfen. Es gibt Verletzte, die zu versorgen sind, und arme Seelen, die ihren Verstand im Sturm